Also gut, nächster Punkt. Offensichtlich versucht da einer, die ehrenwerte South Central High School umzugestalten. Gestern Abend hatten sie den vierten Einbruch in 4 Monaten. Kein gewaltsames Eindringen, keine zerbrochenen Fenster. Das Einbruchsdezernat meint, es ist einer aus der Schule. Ein Schüler kriegt die Hauptschlüssel in die Hand und schon trinkt die halbe Schule ihre Limonade kostenlos. Und obendrein kriegt eine Lehrerin von einem heimlichen Verehrer Rosen geschenkt. Das ist ein Fall für dich, Hansen. Wir wollen den Schülern doch ihre Lehrer erhalten. Gibt es Verdächtige? Ja, durchaus ein paar. Mein bester Tipp ist ein gewisser Jeffrey Stone. Er verkauft alles, von gestohlenen CDs bis zu U2-Konzertkarten. Dritte Reihe, Parkett, Mitte. Wie komme ich an ihn ran? Weiß ich doch nicht. Lad ihn zu einer Spritztour ein oder so. Sonst noch was? Jenko, kriege ich für heute Mittag eine Weile frei? Ich muss noch zum Arzt. Hey, große Klasse, Harry. Du willst also doch die Prüfung zum Sergeant machen. Sergeant H.T.Ioki. Das ist echt cool, Mann. Das erfordert eine gute Vorbereitung, Harry. Und viel Glück. Ja, könnte ich. Der Reifen ist leider hin. Nur der äußere Mantel. Haben Sie zufällig einen Wagenheber da? Ich kenne einen, der einen hat, aber der ist gerade nicht in der Stadt. Der Mann ist riesig, dunkle Haare, isst mit den Fingern und ist miserabler Tänzer. Ich rede vom Werkzeug. Ach, davon. In den 90ern. Dankeschön. Keine Ursache. Damit werden Sie ganz sicher bis zur nächsten Werkstatt kommen. Grüßen Sie mir den Wagenheber. Oh, das kann ich nicht. Ich treffe mich nicht mehr mit Ihnen. Oh, dann kann ich mich ja bei Ihnen revanchieren. An was hatten Sie gedacht? Ich weiß nicht. Ich repariere Ihren nächsten platten Reifen. Und dann, wer weiß, essen gehen? Spritzt du ins Grüne? Vielleicht deinen Sohn, wenn wir beide es wollen. Der ist bei mir in nächster Zukunft nicht vorgesehen. Ein Junge oder ein Platten? Beides. So ist das leider. Wo kann ich mich anstellen? Wie wär's, wenn Sie sich unter die kalte Dusche stellen? Susan Chadwick, meine Nummer steht unter Pannenhilfe. Weintraub will dich sehen. Das ist ja ein heißer Tipp. Und es soll Leute geben, die dich für einen Idioten halten. Eine schöne Arbeit, Olbertchen. Stammt die aus deiner poststupiden Periode? Du weißt doch gar nicht, was Arbeit ist, du Blödmann. Und nenn mich ja nicht nochmal Olbertchen. Oh, aber natürlich, du heißt ja Janowitz. Heißt das nicht Hausmeister auf Polnisch? Willst du ihn noch? Was will ich? Den Plattenspieler, Hausmeisterchen. Nur noch 2 Stück habe ich davon. Sehr edle Teile. Geben ein tolles Geschenk ab, wenn du zum Beispiel deine Freundin beeindrucken willst. Vorausgesetzt, du hättest deine Freundin. Na schön, schenke ich dir eben meine. Putz schön weiter. Irgendeine Idee, wer der Künstler sein könnte, Jeffrey? Graffiti-Kunst. Der letzte Schrei, Sir. In New York gibt es einen Typ, der die schon tonnenweise verkauft. Ich für meine Person bin Performance-Künstler.
Ich lass mich an den Füßen aufhängen, einen Hammer im Mund, über Trockeneis und so. Entschuldigung. Darf ich jetzt gehen? Ich versäume nur ungern Miss Chadwicks Englischunterricht. Nein, Stone. Heute Morgen ändern wir den Ablauf etwas. Setzen. Wie verbringen Sie eigentlich Ihre Abende, Stone? Niemand von den Lehrern kann sich erinnern, wann er Sie schon mal in den ersten Schulstunden gesehen hat. Es ist hart für einen Nachtmenschen, früh rauszukommen. Was tun Sie denn nachts? Dasselbe wie alle anderen. Aber ich tue es etwas länger. Miss Chadwick fand heute diese Rose auf ihrem Sekretär. Und wir hatten einen Einbrecher gestern in der Schule. Fragen Sie doch mal Fleurop. Vielleicht hat sich einer Ihrer Lieferanten verlaufen. Sie sind ein schlauer Junge, Stone. Versauen Sie sich Ihr Leben nicht durch ein paar Streiche. Hören Sie, Mann. Wenn Sie mich verklagen wollen, dann lassen Sie mich verhaften. Und wenn nicht, unterbrechen Sie nicht länger meine Ausbildung. Wenn Ihnen Ihr Leben zu langweilig ist, bewerben Sie sich fürs Basketballteam. Ihr Bruder hat den Sport geliebt. Das hat ihm viel genützt. Aber ich will nicht wie er in Kambodscha verschwinden. Null Bock, Mann. Seine Metaphorik und seine Verse werden auch heute noch zu den eindrucksvollsten der zeitgenössischen Dichtung gezählt. Also, nehmt euch erstmal ein paar Minuten Zeit und lest dieses kurze Werk ein-, zweimal durch. Achtet besonders auf die Vielschichtigkeit seiner Metaphorik und wie sich diese Metaphern ergänzen, ihre eigenen Schlussfolgerungen aus sich heraus aufbauen. Hätten Sie nicht vorher anrufen können? Ich meine, ich finde das etwas... Peinlich? Das ist es nicht. Sieht so aus, als bin ich irgendwie in Ihrer Klasse. Hören Sie. Hey, ist okay. Keine lange Erklärung. Ich meine, es wird schon klappen. Ich hatte eine Reifenpanne und Sie haben eine Klasse zu unterrichten. Na gut, ja. Gut. Also, das hier ist Tom Gilmore. Er ist ein neuer Schüler. Tom, ich bin Miss Chadwick. Guten Tag, freut mich, Miss Chadwick. Okay, also, das hier ist für Sie und nehmen Sie sich einfach einen Stuhl, der frei ist. Ne? Gut. Ah, verzeihen Sie, Miss Chadwick, Sie wissen schon, es waren wieder diese Außerirdischen vom Mars. Sie sollten mich pünktlich zur Erde zurückbeamen, aber wie das so ist, hatte ich mich im Astronautenanzug verheddert. Ja. Ich wollte nach Hause telefonieren. Danke ja. Für die Vorstellung, Jeffrey. Sehr amüsant. Aber nichtsdestotrotz werden wir den Unterricht jetzt fortsetzen. Also nehmt euch nochmal das Gedicht vor. In einer Viertelstunde werden wir darüber diskutieren. Psst, psst. Willst du zweifeln, Helen, Alter? Der blöde Eddie lässt die Sau raus. Das sind die beiden letzten Karten, die in der Stadt zu kriegen sind. Wo hast du die her, Mann? Das ist ja irre. Na, nicht grapschen, Wayne. Wir sind doch zivilisierte Menschen. Wenn du die zwei willst, sie kosten nur 80 Scheine. Bar auf die Kralle. Kann ich sie abstottern? Abstottern? Das ist Van Halen, Alter. Ich nehme sie. 70 im Bar und das sofort. 75. Es gibt nur 70. Der Mann weiß, was Musik ist, Wayne. Das hier ist ein Englischkurs, keine Auktion. Ich habe die frohe Kunde schon vernommen, Miss Chadwick. Was denn für eine, Jeffrey? Dass sich ein Rosenkavalier um sie bemüht. Gestern Abend wurde ihnen doch eine Rose auf den Schreibtisch gelegt. Hey! Hey! Börsenmakler! Steht dein Angebot noch? Nein, jetzt nur noch 60. Die Preise fallen, wenn die Glocke geläutet hat. Du hältst dich wohl für wahnsinnig gerissen. Frohe Weihnachten. Gratis? Wieso? Geschäftspolitik, das ist wie bei den Banken, die Bleistifte und Kalender verschenken. Wir wollen neue Kunden bekommen. Hast du eine Freundin? Möglich. Ich hätte da noch einen CD-Player. Würde sie bestimmt beeindrucken. Nein, danke. Meine Freundin ist schon von meinem beeindruckt. Bei Sinus heute Abend, 7 Uhr. Ich lade dich auf den Saft ein. Hey Mann, hat so ein Stecher wie du keine Freundin? Kommt drauf an, was sie rüberschiebt. Wenn du einen frisierten Ausweis brauchst, ich habe auch eine Abteilung, die das regelt.
Die meisten hier warten nur darauf, dass sie ihr Abschlusszeugnis bekommen. Ich finde, du solltest vorher alles gesehen haben, bevor du dich an irgendein hässliches Huhn kettest. Song. Teenager schwärmen für ihre Lehrer. Das war schon immer so. Da ist doch nichts dabei. Oh, Albert, hängen Sie es ein paar Zentimeter höher. Perfekt. Es ist mehr als nur eine Schwärmerei, Catherine. Ich kann es in seinen Augen sehen. Und dann dieser Einbruch gestern Nacht. Auf meinem Tisch lag eine Rose. Susan, dein Großes ist der Einzige, zu dem Jeffrey noch einigermaßen regelmäßig hingeht. Wenn ich ihn da herausnehme, befürchte ich, dass er gar nicht mehr zur Schule kommt. Ich mag den Jungen, denn dumm ist er nicht. Er ging in meine 10. Klasse. In dem Jahr ließen sich seine Eltern scheiden. Das war sehr hart für ihn. Wie bedauerlich, dass Kyle nicht hier ist. Er hätte einen positiven Einfluss auf ihn. Ein junger, hübscher Mann. Sehr beliebt. Alle mochten seinen Charme. Albert, war er nicht in der Basketballmannschaft? Richtig, Ma'am. Ich war auch dabei, als Auswechselspieler. Ja. Du darfst den Kopf nicht hängen lassen. Warst du denn niemals in einen Lehrer verknallt? Bei mir war es Mr. Peterson. 8. Klasse Biologie. Na, siehst du. Wir sehen uns Dienstag. Ja, danke. Ich möchte Mrs. Lazar gegenüber nicht respektlos sein, aber so ein toller Hecht war er nicht. Stones älterer Bruder Kyle. Er war ein Bastard. Er hatte eine große Klappe, wie sein Bruder. Muss eine angeborene Krankheit sein. Wenn die kleine miese Ratte weiter Schwierigkeiten macht, sagen Sie es. Hi. Hi. Ich wollte Ihnen etwas schenken. Ich möchte Ihnen nichts schulden, wenn es Zwischenzeugnisse gibt. Okay, wir sind quitt. Ach, und noch was. Vielen Dank für... Sie wissen schon. Es hätte auch peinlich für mich werden können. Ich glaube, ich war zu forsch, denn ich bin Lehrerin. Und ich bin ein Typ, der nur ganz zufällig eine Lehrerin traf. Tja, so wird es wohl sein. Wir sehen uns morgen, Miss Chadwick. Übrigens... Für einen Van Halen-Fan hätte ich sie nicht gerade gehalten. Und wissen Sie, für eine Lehrerin hätte ich sie auch nicht gerade gehalten. Bis morgen. Willst du Fernsehen oder nur mit der Fernbedienung spielen? Hast du noch etwas Geld? Ja. Hast du deins etwa für neue Pyjamas ausgegeben? Nein, du Klugscheißer, aber ich bin nächste Woche verreist und vielleicht bekommst du ja Hunger. Junge, davon kann ich einen Teil der Wohlfahrt abgeben. Mach ihn nicht fertig, der Mann ist gebrechlich. Wo willst du hin? Raus. Wo ist raus? Nicht hier drin. Bleib's nicht so doll. Verschwinde!
nette Bude, fantastischer Service und die Brathähnchen sind wirklich ausgezeichnet. Wenn du es gemütlich willst, dann musst du woanders hingehen. Wow! Zwei Wahnsinnssitze für das U2-Konzert. Jeffrey, du hast mich glücklich gemacht. Wer ist dein Freund? Carla, es freut mich echt, wenn du glücklich bist, okay? Aber ich bin beschäftigt. Ich bin Carla. Du darfst mich ruinieren. Die ist doch schon ruiniert. Die könnte Plakatwerbung für einen Pickelstift machen. Hast du ihn dabei? Da wird Johnny wahnsinnig werden. Das braucht er nicht, der ist schon wahnsinnig. Die Dinger sind ja auch Wahnsinn. Du hast deine Chance gehabt. Das war mein letzter. Hätte deiner Freundin gefallen. Beim Abschlussball kriegt sie eine Rose. Hör zu. Mir gefällt diese Bude nicht. Trink die Brühe aus, wir fahren ein bisschen rum. Das ist Ochsenschwanz. Das ist Chadwick. Sie liest gern noch im Bett. Was soll das? Spannst du hier an? Ich spanne nicht, ich entspanne. Ein Mann sollte seine Hobbys pflegen. Hey, wo fahren wir hin? Ganz ruhig, Gilmore. Die Sightseeing-Tour fahre ich. Ja, nur bis jetzt ist die Tour ganz schön ätzend. Gut, fahren wir an einen Platz mit einer schönen Aussicht. Okay. Komm schon, Gilmore. Wenn du je eine Änderung der Anwesenheitsliste brauchst oder eine Note, was auch immer, dann musst du nur diese vier Schrauben rausziehen, den Entlüftungsdeckel hochklappen und zong, bist du drin. Komm mit. Hey Mann, ist das eine Aussicht? Ja, ganz nett, aber was zum Teufel wollen wir hier oben eigentlich? Dem da unten entfliehen. Vor was oder wem willst du denn fliehen? Vor dem ganzen Zeug. Vor den paranoiden Erwachsenen, den Landesmeisterschaften, Schultanzveranstaltungen. Und Kambodscha. Wie viel hast du bekommen? Was? Was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Diese Van Halen-Tickets hast du doch weiterverkauft, oder? Woher wusstest du das? Ach, komm schon, Gilmore. Van Halen würdest du dir freiwillig doch nie anhören. Ich kenne mich mit Menschen aus. Das ist mein Talent. Manche Leute sind gut in Basketball. Und ich weiß was von Menschen. Na komm, geht schon okay. Auch wenn sie ein Geschenk waren. Das macht nichts. Außerdem steht nirgendwo geschrieben, dass du das, was dir gehört, nicht verkaufen darfst. Wir könnten zusammen große Geschäfte machen. Ach, tatsächlich? Nehmen wir den Schülern die Milchtüten ab? Wow! Konzertkarten und CDs verscherbeln? Ist es das, was du willst? Ich weiß nicht, du magst dabei vielleicht sehr glücklich sein, doch ein... Mich langweilt das. Wunderbarer Treffer, unentschieden. Das war keiner! Was? Natürlich! Nein, das war keiner! Ich hätte ein Fischnetz gebraucht, um den Ball zu bekommen, du Laie! Spiel endlich! Du mach schon, Komm schon! Zu deinem Atem, her mit dem Ball! Wirf schon, Zong! Okay, Harry, gemäß der neu gefassten Stadtverordnung darf keiner Person unter wie vielen Jahren? 18! Ohne schriftliche Genehmigung eines Elternteils oder eines Vormundes eine Besitzerlaubnis für eine Waffe erteilt werden. Der Elternteil oder der Vormund wurde während der letzten 7 Jahre nicht wegen eines Verbrechens verurteilt. Ach ja, das hätte ich auch gewusst, Hansen. Achtung, Harry, der Ball kommt. Hey, ihr mögt das Spiel vielleicht erfunden haben, aber wir haben es perfektioniert. Ja. Sushi und Baseball, beides, was? Und wie war dein Konzert, Bruder? War es wirklich die absolute Härte? Woher soll ich das wissen? Ich werde mir doch nicht freiwillig meine Gehörgänge ruinieren lassen. Und wieder Tom! Yeah. Stone ist für mich der Hauptverdächtige, ein Einzelgänger. Übt sich als Kleinhehler, spannt nachts am Fenster seiner Englischlehrerin oder hängt auf dem Dach der Schule rum. Doppelzong! Er macht einen auf ganz cool. Hat eine unheimliche Klappe, aber nichts dahinter. Vorstrafen? Nein, aber dafür hat er einen tierischen Persönlichkeitsstress. Probleme im Elternhaus und solche Dinge. Ich nehme an, die Ware ist nicht mal heiß, die er verkauft. Er glaubt, ich bin wie er.
eine Sache gibt es dann noch, die sie fragen muss, von Schüler zu Lehrerin. Ist das der Grund, warum ich Rockford-Dressing auf meinem Heft hatte? Gut möglich. Danke. Fürs Nachhausefahren. Es ist Grippezeit, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Es war sehr nett. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Wissen Sie, irgendwas ist an Ihnen, was ich nicht verstehe. Möglicherweise haben Sie noch nicht alle Legosteine zusammen. Was Sie nicht sagen? War ein Scherz. Werden Sie auch zum Ball kommen? Das liegt 6 Jahre zurück, danke. Wenn du zu viel lernst, lähmt das deinen Instinkt, den du für die Prüfung brauchst. Gemäß der Stadtverordnung muss ein Steinbruch innerhalb der Stadtgrenzen von einem Zaun umschlossen sein. Entweder aus Holz oder einem Plastikzaun. Und zwar in einer Höhe von nicht weniger als 6 Fuß. Mach dir keine Sorgen, wir haben keine Steinbrüche. Wie läuft's sonst? Durch die schriftliche bin ich jetzt durch. Die mündliche ist am Donnerstag und dann heißt es nur noch Sergeant Aoki. Claro? Du sollst zu Jenko ins Büro kommen. Deine Alma Mater hat es letzte Nacht wieder erwischt. Rechenmaschinen im Wert von $2,000. Na toll. Hey, Jenko, tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so schnell wieder zuschlägt. Es ergibt einfach keinen Sinn. Hansen, Leute, die die Angewohnheit haben, nachts auf Schuldächern zu sitzen, tun normalerweise nicht viel Sinnvolles. Ich dachte, ich gebe ihm etwas Spielraum. Ja, den hast du ihm gegeben. Und dieser Typ da, der Schulleiter, schreit unseren Chef an, er sieht sich aufgrund unseres bombastischen Schutzes leider gezwungen, eine externe Sicherheitsfirma zu engagieren. Das ist genau das Gerede, das unser Jump Street-Programm direkt den Bach runtergehen lässt. Also, was hat unser Schuldach Romeo denn gestern Abend angestellt? Der Lehrer ein bisschen ins Fenster geguckt? Was trägt sie eigentlich für Wäsche? Oh, nun. Ah. Ich war gestern Abend mit Stone nicht unterwegs. Ich war aus. Was heißt aus? Aus heißt aus. Ich war mit meinem Freund was essen. Und wer könnte der Freund denn wohl gewesen sein? Was meinen Sie mit wer? Hör zu, ich habe keine Lust, dir alles aus der Nase zu ziehen. Kapiert? Ich will wissen, mit wem du gestern beliebt hast zu speisen. Denn mit Sicherheit war es nicht unser Mann Stone, da der offenbar beschäftigt war. Ich war mit meiner Lehrerin aus.
Nun, ich hoffe nur, ihr habt euch gut amüsiert. Wir haben es versucht. Ja, das glaube ich dir gern. Und ein paar Sätze hast du sicherlich mit dem Finger gemalt. Es tut mir leid. Hey, wir sind alle nur Menschen. Du brauchst dich bei mir nicht dafür zu entschuldigen, dass du ein Privatleben hast. Du solltest es nur auf deinen zweiwöchigen Jahresurlaub beschränken, wenn's geht. Okay, also wenn du glaubst, dass du noch einen Fall hast, solltest du jetzt vielleicht deinen Kumpel Stone festnehmen. Ja. Mhm. Okidoki. Doki, okay. Tschechow war, trotz seiner vielen Beiträge zur Welt des Theaters, die sicher alle wissen, weltweite Anerkennung gefunden haben, auch ein geachteter Exilist. Miss Chadwick. Entschuldigt mich eine Sekunde. Was gibt's denn, Herr Direktor? Bitte kommen Sie doch mal einen Moment raus. Was ist das, Jeffrey da? Nein, und Jeffrey hat sich auch nicht entschuldigt. Nun lag heute wieder eine Rose auf Ihrem Tisch? Ja. Das wird wahrscheinlich nur ein stiller Verehrer sein. Stiller Verehrer? Der Kerl ist ein Dieb. Bitte, Albert, halt dich da raus, ja? Würden Sie bitte mitkommen, Miss Chadwick? Also das... Sie... Sir, ich finde es sehr unfair, den Schrank eines Schülers zu durchsuchen. Das ist nicht nur unfair, das ist illegal. Tom, bitte halten Sie sich da raus. Dazu ist es jetzt zu spät. Wenn Sie nicht sofort in Ihre Klasse zurückkehren, werden Sie 2 Wochen nachsitzen. Das werden Sie nicht tun. Tom! Sie werden nicht so einfach Jeffrey Stones Spind öffnen. Ich bin Polizeibeamter. Ich musste es verheimlichen. Könnten Sie das vielleicht etwas näher erklären? Sie brauchen einen Durchsuchungsbefehl, sonst ist das illegale Konfiszierung. Wieso wurde ich darüber nicht informiert, dass Sie Polizist sind? Weil da meine Tarnung aufgeflogen wäre. Und Sie sich nicht an Schülerinnen hätten ranmachen können. Sie sind mir zu jung, das ist nicht meine Kragenweite. Machen Sie auf. Nicht ohne dringenden Tatverdacht. Was gestern Nacht hier passiert ist, ist Grund genug. Albert hat Stones Auto auf dem Parkplatz stehen sehen, als er die Schule heute Morgen aufmachte. Und ich habe ihn auf dem Flur herumschleichen sehen. Ja, und ehe ich mich versah, war er mit dem Wagen weggefahren. Ich will, dass Stone verhaftet wird. Nein. Ich habe jedes Recht dazu. Ich bin der Schulleiter. Lassen Sie mich meinen Job machen, Mr. Weintraub. Seien Sie kein Idiot. Ich weiß nicht, Gilmore. Da verlangst du aber ganz schön viel von ihm. Kann ich etwas für die Herren tun? Vielleicht ein paar Karten für Van Halen? Ich habe einen Vorschlag. 2 Sitze in der ersten Reihe gegen 20 Anwesenheitslisten unterschrieben. Machen Sie auf. Wieso? Öffne deinen Schrank, Chef. Da besorgt man einem Typ einen gefälschten Ausweis und Zong gibt er Befehle wie ein Erwachsener. Der hier ist nicht gefälscht. Du bist ein Polizeispitzel. Aalglatte Nummer, Gilmore. Äußerst geschmeidig. Für eine Weile dachte ich, Mann, der ist vielleicht ein Idiot. Aber von Beruf Idiot ist er ein dicker Hund. Nicht wahr, Gilmore? Bestimmt ist das nicht mal dein richtiger Name. Öffnen Sie den Schrank. Nicht ohne Durchsuchungsbefehl. Das weiß sogar unser Pfadfinder hier. Aber andererseits hätte ich einen Riesenspaß, ihn vorzuführen. Komm schon, Mann. Also wirklich, bitte. Das macht dir am meisten Spaß, was, Gilmore? Genau. Ey, so eine billige Ware verkaufe ich nicht. Ist nicht meine Art. Natürlich, du handelst nur mit Qualitätsware. Du sagst es. Das, was du hier machst, ist doch Schrott. Also wenn schon, müsste es ein 1A-Verbrechen sein. Schaffen Sie ihn weg. Sie sind verhaftet. Ich war's doch nicht. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich dir sage, dass ich es nicht war? Übrigens, danke für die Kaution. Wenn ich morgen früh nicht nach London müsste, glaube mir, Jeffrey, ich hätte dich heute Nacht da drin gelassen. Ich habe es nicht getan. Hör auf zu lügen, Jeffrey. Ich lüge nicht. Warum sollte ich auch? Du hörst mir ja nicht mal zu. Weißt du, ich bin eigentlich weniger wütend über das, was du getan hast, als darüber, dass du dich hast schnappen lassen. Also, wenn ich mich nicht hätte erwischen lassen, wäre es okay gewesen? Ja, dann hätte ich eine Menge Geld gespart. Geld war ja auch schon immer das Wichtigste für dich.
Hi. Darf ich etwas dazu sagen? Nein. Hören Sie, Miss Chadwick? Ach, sagen Sie nicht Miss Chadwick, das hört sich doch fürchterlich an. Sie haben mich angelogen. Falsch, ich habe Ihnen nur nicht die Wahrheit gesagt. Auch wenn Sie es nicht glauben, ich habe nur meine Arbeit gemacht. Oh ja, Ihre Arbeit. Sowas würde ich zum Beispiel niemals Arbeit nennen, einen Menschen wie Jeffrey Stone auszunutzen und ihn dann vor allen zu demütigen. Gehört das vielleicht da drin, mein Freund, auch zu Ihrem Job? Ein hübsches Geschenk, aber zu beeindrucken bin ich nicht so leicht. Das ist nicht von mir. Die Karte ist wirklich nett, nur dass Byron falsch geschrieben ist. Ich habe Ihnen das nicht geschenkt. Wann wurde es geschickt? Als ich nach Hause kam, lag es schon vor meiner Tür. Nette Geste, erinnert mich an meine 10. Klasse. Und Jeffrey hätte mir Karten für Van Halen geschenkt. Oh ja. Wissen Sie, dass er gerne vor Ihrem Schlafzimmerfenster parkt und Sie in Ihrer Unterwäsche beobachtet? Was? Ja. Aber von ihm ist das hier nicht. Ich war dabei, als er den letzten verkauft hat. Und seit 4 Stunden sitzt er im Gefängnis, also... Wer dann? Weiß ich noch nicht. Und all die Rosen? Also die vielen Rosen, Miss Chadwick, hätte ich Ihnen gerne geschenken. Schade eigentlich. Oh. Was tun Sie? Ziehen Sie von einer Schule zur anderen und vernaschen Lehrerinnen? Hey! Ich war der mit den platten Reifen und Sie waren die ohne Wagenheber. 50-50, hä? 95-5, ich bin nicht zu schlagen. Und nicht im Dienst. Wie steht's mit dir? So haben aber die Jungs früher nicht geküsst, als ich auf die Highschool ging. Dann hättest du deinen Abschluss ja auch nie geschafft. Was hast du? Wenn ich dir den CD-Player nicht geschenkt habe und Stone es auch nicht war, gibt's vielleicht einen anderen, der dir die Rosen geschenkt hat? Ein Typ, der mit deiner Klasse nichts zu tun hat. Gut, das wäre möglich. Ja, das bedeutet, dass ich den falschen Mann verhaftet habe. Meinem Bruder gehörte die Trophäe Albert Chen. Lass deine dreckigen Finger davon. Ich wollte sie doch nur ansehen. Sieh aus dem Fenster oder friss die Mülleimer leer, aber lass die Hände von den Sachen meines Bruders. Was tust du hier? Ach, gute Frage. Was tust du denn hier? Du dachtest wohl, ich wäre im Gefängnis. Aber du weißt ja nicht, wie das ist, einen reichen Vater zu haben, Albert Chen. Weißt du was? Du bist ein lausiger Basketballspieler. Ich hab dich beobachtet. Du spielst noch genauso schlecht wie damals mit meinem Bruder. Sau schlecht. Du hast mich reingelegt, du Filzlaus. Ich weiß genau, dass du es warst. Ich bin oft hier nachts, denn die da draußen kotzen mich langsam an. Ich sehe alles, was hier vor sich geht. Und dich habe ich auch gesehen. Du hast das Zeug gestohlen. Aber ich sagte mir, das ist nicht mein Bier. Bis sie mich dafür geschnappt haben. Wovon sprichst du? Spielst du den dumm? Das kannst du ja gut, Albertchen. Du hast das Zeug in meinen Schrank gepackt und du hast auch Miss Chadwick die Rosen auf den Schreibtisch gelegt. Ich werd's allen erzählen. Dem alten Weintraub, den Bullen und der hübschen kleinen Miss Chadwick. Du wirst mir gar nichts erzählen, Kyle. Kyle? Das war der Name meines Bruders, du Sackgesicht. Oh, jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht mehr weißt, wer er war. Er hat dich doch auf die Ersatzbank gejagt. Miss Chadwick wäre auf ihn abgefahren. Ein Wort zu ihr und ich hau dir auf die Fresse. Du? Du kannst ja kaum die Schweinetoiletten aufwischen. Kumpel, dazu bist du doch zu dämlich. Mein Bruder hat mir erzählt, dass du Tatschenspitze drauf hast. Kyle, wer ist denn hier eine Sportskanone? Ich bin nicht. Wieso sitze ich auf der Ersatzbank und du darfst spielen? Ich habe die Kinder gehasst. Ich mach dein Fernsehargument auf! Sofort! Nein!
Die Jungs, die bei den Endspielen dabei sind, kriegen die Frauen. Sie erhalten die Chance zu gewinnen. Wir sind erfolgreich. Die Jungs, die auf der Ersatzbank sitzen, die sitzen dafür immer. Vielen Dank. Was war mit dem anderen Zeug? Gestohlen? Ich hab's gekauft. Wieso? Wieso nicht? Ja. Ach ja, nur damit alles klar ist. Ich wollte Miss Chadwick nicht vorführen. Ich hatte nur nicht den Mut, sie zu bitten, mit mir auszugehen. Ja, schätze, du bist mir zuvorgekommen. Das kann sein, ja. Die Nummer war allglatt, Gilmore. Sehr geschmeidig. Ich bin beeindruckt. Das bedeutet, ich schulde dir ein paar gute Karten, wenn Springsteen das nächste Mal in der Stadt erscheint. Abgemacht. Wir sehen uns. Ja. Führerschein zeigen lasse. Na los, fahren Sie! Meine Güte, heutzutage fahren Sie alle wie die Blinden. Ein Beamter darf sich weder auf unmittelbar noch auf mittelmäßig... Na, wieder nur... Ach, was? Ich will zur mündlichen Prüfung. Um die Ecke mit dem Aufzug in den sechsten Stock. Ja. Einem verurteilten Verbrecher darf kein Waffenschein erteilt werden. Harry Truman Aoki. Ja, hier. Sind Sie bereit für Ihre mündliche Prüfung? Ja, Sir. Oh. Mein Führerschein. Hi. Darf ich dich auf einen Drink einladen? Nehmen wir den Drink doch hier.